Was geht ab, liebe Freunde? Kommen wir wieder zu einem sehr wichtigen Video. Ich versuche es jetzt auch wieder schnell zu machen. Warum es so schwer ist, dem Narzissten zu vergeben, darüber reden wir jetzt. Das ist ein sehr essentielles Thema. Denn durch die Zeit hinweg, durch die du diese Menschen quasi oder diesen Menschen kennengelernt hast, ja, oder zusammen warst mit diesem Menschen oder so ein Familienmitglied hast oder solche Geschwister hast, was auch immer, wer auch immer dieser Narzisst in deinem Leben ist, es ist sehr, 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 sehr schwer, diesen Menschen zu vergeben. Und ich habe in der Vergangenheit schon mal ein Video gemacht, was das Einzige ist, was dir dabei hilft. Ich glaube, so war es, ich weiß nicht mal, wie der Titel war, was dir dabei hilft, so Narzissten zu vergeben. Und das ist Gleichgültigkeit. So. Und manchmal ist es sehr schwer, so abzuschließen mit gewissen Dingen, weil es ist so viel Bullshit passiert, so viel Drama und Gossip und Traumata, die du erlebt hast durch diese Menschen. Und es ist so schwer, quasi diesen Menschen zu vergeben, dass du quasi ständig diesen Groll in dir trägst, diese emotionale Belastung in dir trägst. Aber es ist wichtig, du hältst dich sonst nur selbst auf. So. Es ist wichtig, diesen Menschen zu vergeben oder dir selbst auch zu vergeben, denn du trägst auch immer eine Teilschuld. Ja, du kannst nicht für alles so den Narzissten verantwortlich machen, weil du hast es ja auch zu einem gewissen Grad mit dir machen lassen. Und vielleicht nagt das auch an dir, wo du sagst: Oh fuck, warum habe ich das mit mir machen lassen? Warum habe ich das über mich ergehen lassen? All die Jahre, dieser Mensch hat mich nur ausgelaugt, dieser Mensch hat mich nur ausgenutzt. Und warum habe ich dem Menschen so geholfen? Warum habe ich die ganze Zeit ihn so unterstützt und nicht mehr mich quasi unterstützt? Warum habe ich das mit mir machen lassen? Und das nagt an dir. Und deswegen sage ich dir, du musst es schaffen, dass diese Menschen dir gleichgültig werden, dass du diese Gleichgültigkeit aufbaust, dass es dir scheißegal wird, dass du diese Scheißegal-Einstellung bekommst. Denn je mehr du daran festhältst, was diese Menschen dir alles so angetan haben oder was du alles durch diese Menschen so erlebt hast, desto mehr hältst du dich nur noch mehr und mehr damit auf, ein glückliches Leben führen zu können. Ich hoffe, das hilft vielen jetzt, dieses Video. Ich versuche es wirklich so gut und wie simpel wie möglich zu beschreiben, denn es ist ein sehr komplexes Thema. So, wenn es darum geht, dem Narzissten zu verzeihen, zu vergeben. Ich sage nicht, du sollst es jetzt diesen Menschen direkt sagen, so, ich vergebe dir. Du musst mit dir selbst quasi das so abschließen. So, du musst damit abschließen. Du musst mit diesem Menschen abschließen. Und erst wenn das passiert ist, wenn du abgeschlossen hast mit diesen Szenarios, mit diesen Menschen, mit diesen Ereignissen, die du erlebt hast durch diese Menschen, ja, erst dann kannst du ja wachsen. Das heißt ja, let go to grow. Und je mehr du an etwas festhältst, desto weniger kannst du wachsen. Aber je mehr du etwas loslässt, desto mehr neue gute Erfahrungen, hoffe ich für dich, kannst du sammeln. Aber je mehr du an etwas festhältst, an etwas Negativem, desto mehr Negatives wird auch in dein Leben treten. Ich hoffe, das macht Sinn für dich. So, denn wenn ich die ganze Zeit nur denke, oh, dieses Ereignis war scheiße, oh, dieses Ereignis war scheiße, erlebe ich nur solche Scheißereignisse, weil ich quasi die ganze Zeit in dieser Negativspirale bin. Aber je mehr ich sage, ja, es ist okay, dass mir das passiert ist, ist super schwer, aber so müsstest du es machen. Es ist okay, dass mir das passiert ist. Keiner ist perfekt, nicht mal ich. Ich habe das über mich ergehen lassen und in Zukunft lasse ich das nicht mehr zu. Koste es, was es wolle, niemand hat mehr so viel Macht über mich. Ich habe Macht über mich selbst. Sag vielleicht sowas zu dir. Ich habe jetzt nur ein Beispiel gemacht. Ja, muss jetzt nicht genau so sein, aber kann dir auf jeden Fall helfen, darüber hinwegzukommen. Denn das, was Narzissten ja auch insgeheim wollen, ist, dass du nicht weiter vorankommst, dass du immer so quasi an ihnen festhältst, weil sie dich ja auch süchtig nach ihnen gemacht haben. Du bist so richtig süchtig nach diesen Narzissten und hast diesen Dramabund oder diesen Traumabund, ja, wie auch immer, das heißt ja eigentlich auch Dramabund.
Und deswegen kannst du so schwer loslassen. Aber je mehr du dich davon löst, von diesem Dramabund und von diesen Traumata und von diesen Ereignissen, von diesen Menschen selbst, desto glücklicher wirst du sein. Deswegen, ich wünsche mir für alle euch da draußen, dass ihr endlich loslassen könnt, dass ihr euch selbst vergeben könnt, dass ihr diesen Menschen vergeben könnt, die euch diese schrecklichen Dinge angetan haben. Auch wenn ihr so einen Groll in euch habt und diese Menschen sind Teufel, diese Menschen sind dies, diese Menschen sind das. Ja, sie machen teuflische Dinge, sie machen sehr dämonische Dinge, sie machen sehr böse Dinge, ja. Aber es nützt nichts, gegen sie anzukämpfen oder sie zu verteufeln, ja. Ich sag auch, ja, sie sind Teufel und was weiß ich. Du könntest sagen, oh, das ist, du verteufelst sie doch auch. Ich verteufle sie nicht. Ich sage einfach nur, dass sie diese teuflischen, dämonischen Kräfte in sich haben und dass sie das anderen Menschen halt antun und das ist teuflisch. So, aber dennoch musst du auch Verantwortung über dich oder ja, über dich übernehmen. Hört sich komisch an, aber ich hoffe, du weißt, was ich damit sagen will. Du übernimmst Verantwortung über dich und über dein Leben und sagst, okay, ich habe es jetzt im Griff oder ich habe es jetzt in der Hand, wieder glücklich zu werden. Ich muss damit abschließen, ich muss es hinter mir lassen, ich muss diesen Menschen und mir selbst vergeben. Das ist ein Prozess, den musst du eingehen, um wieder Positives erleben zu können. Denn je mehr du an dieser Sache festhältst, desto negativer wird dein Leben. Desto miserabler wirst du nur noch werden, weil du die ganze Zeit diese negativen Gedanken in deinem Kopf hast. Ich hoffe wirklich, dieses Video hat jetzt einigen was gebracht und wünsche euch da auf diesem Weg auf jeden Fall nur das Beste, dass ihr endlich an euch arbeitet und diese Dinge auch verarbeitet, dass ihr nicht mehr unnötig daran festhält und festnagt und jeder ist böse und versetzt euch da in diese Opferrolle oder sonst irgendwas. Das ist auch nicht der Weg. So deswegen übernimm Verantwortung für dein Leben und lass nicht mehr zu, dass Narzissten dich auslaugen. Und der erste Schritt ist auf jeden Fall Vergebung. Auch wenn es super schwer ist, das ist der erste Schritt, wie du quasi es schaffst, Narzissten aus deinem Leben rauszuwerfen oder zu bekommen, ja, indem du es erkennst, annimmst und diesen Menschen vergibst und sagst, ey, nie wieder wird mir das mehr passieren. Und jedes Mal, wenn du dann mit solchen toxischen Menschen umgeben bist, dann kommen diese roten Flaggen auf einmal, dann kommen auf einmal diese Warnsignale, weil du dann endlich auf dich hörst, weil du dann endlich akzeptierst, so, ey, ja, diese Menschen sind falsch für mich, anstatt dich weiterhin anzulügen. Und diesen Menschen nur die Schuld zu geben, so, ey, ja, warum machen die das? So, deswegen, das wollte ich jetzt einfach mal sagen. So, in diesem Sinne, schreibt in die Kommentare, wie ihr darüber denkt, würde mich auch mal interessieren. Und wenn es euch was gebracht hat, könnt ihr natürlich das auch schreiben. So, wenn nicht, schreibt es auch. Wenn dieses Video scheiße war, schreibt es auch in die Kommentare. Wie auch immer, ja, das war es jetzt, denke ich mal, hier. Und ich hoffe, dass ihr alle auf jeden Fall positiv heilen könnt und das bekommt, was ihr verdient, im positiven Sinne. Und in diesem Sinne sehen wir uns wie immer im nächsten Video. Schaltet wieder ein. Peace out.